das Kran Teil muss ja mal wohin. Aber hier sind doch nur wirklich genug Büsche, das müsste doch auch für so einen Kran reichen. Nein, das muss ein spezieller Busch sein. Der schämt sich sonst. Wollte gerade sagen. So, kann ich da... wenn ich da lang, kann ich auch da lang. Ach, ich fahre jetzt einfach da lang. Ich fahre da lang, wo ich da lang fahre. Alter, wir haben es noch nicht mal mit einem Kran geschafft, die Tour zu machen. Statt wir es erstmal mit einem gucken, ob wir es überhaupt schaffen können, versenkt er schon den zweiten, den Rettungskran. Ja. Ich mag es. Ich will den Kack loswerden. Ja, dann lass uns doch erstmal eins zu Ende bringen. Ja, aber da muss ich den Quatsch ja wieder nochmal fahren. Musst du so oder so. Das ist egal, ob du das jetzt machst und wir sehen, es funktioniert. Oder du fährst jetzt zwei ins Nirvana. Okay. Wenn es funktioniert, machst du genau das Gleiche. Dann stelle ich jetzt den einen Kran da drüben hin. Einfach ausmachen, stehen lassen, da wo er jetzt steht. Nicht einen Meter weiterfahren. Und nicht auf die Seite kippen. Was? Alles gut. Ich sehe dich. Beim um die Kurve fahren. Sehe, du hast ja einen Kran stehen, in dem bin ich jetzt drin. Ich vermute mal, du möchtest von mir, dass ich das Ding jetzt aufkrane und dann geht's weiter. Es wäre ein Träumchen, wenn du damit dich jetzt den Hang tapfer, mutig, wie Chip und Chap runterstürzt. Ja, in die andere Richtung geht's ja nicht mehr. Da. Den hast du ja mit einem anderen rausgekram. Der ist ja mit dem Koloss vollgestellt. Den kann ich ja zurückfahren, das ist ja überhaupt kein Problem. Der Koloss ist ja total fahrtüchtig. Den brauchte ich ja, um den Kran wieder fahrtüchtig zu machen. Mit Schnee in Kontakt zu bringen. Also so wie du stehst, hebst du das Ding hoch, wenn die Stützen weg sind, liegst du. Deswegen machen wir Trick 17. Ah, wir werfen das Flugzeug runter. Genau, wir werfen es vor. Oh mein Gott, Hilfe. Wir verlagern das Gewicht ein wenig auf die linke Seite. Ah ja. Wenn ihr euch dieses physikalische Schauspiel ansehen wollt. Tut es nicht, es ist grausam. Aber ihr seid auf jeden Fall sehr gerne willkommen. Ich behaupte ja, das Flugzeug war vor einer Stunde noch fabrikneu. Dann hatte es ein gewisser Kranfahrer, dessen Namen wir nicht sagen wollen. Sich mit dem Kran da runter, da merkst du echt, dass der da mit so einem Unsinn geübt ist. Also es ist nicht wahr, ey. Nein. Ah, andere Richtung? Okay. Gesundheit? Schubst mich mal bitte ein Stück. Nach vorne? Ganz vorsichtig. Na, klar. Ja. Danke. Ich könnte noch liebevoll bieten. Das geht in die falsche Richtung. Ich habe das Gefühl, ich hänge an diesem Baum. Ja, mit meinem Auspuff. Du hast den einen Baum vor dir auch so ein bisschen umarmt. Mhm. Ich würde dir mal ein bisschen helfen. Sekunde. Dein Kranarm ist jetzt durch den Baum... Ja, das war geplant. Okay. Das war tatsächlich geplant. Dann bin ich total beeindruckt. Ich habe einfach gehofft, dass die Engine der Meinung ist, das geht nicht, das ist also wie was wo? Okay, das geht. So. Ich meine, jemand, der mit dem Flugzeug am Kranhaken durch die Steilküste fährt, der kann sich natürlich über die Engine wunderbar Gedanken machen. Das ist ein Schulter, der in Nieser klingt.
Nein, tatsächlich habe ich beim Satishu-Sagen mich so ein bisschen gestreckt und habe dabei ein Stechen im Nacken gehabt. Aber ja, sagen wir einfach, es sollte wie ein Nissan klingen. Das Alter, die Zipperlein. Aber wem erzähl ich? Nein. Oh, hat doch geklappt. Ui, ui, ui. Okay. Also ich würde dich kurz. Ja, mach. Also. War das Flugzeug noch an der Leine? Nein. Okay. Pro Fahrzeug nur eine deine. Ja, bis eben sah es aber so aus bei mir. Moment. Ich muss mich jetzt mal. So langsam wird's warm. Ich muss mich ein Stück ausziehen. Besser. Nein. War kein Messer. Ich sollte hier die Stützen ausfahren. So, ein bisschen Gegengewicht. Stützen wieder rein. Nein, du musst noch die Steilkante hochkommen. Das wird lustig. Ja, das glaube ich auch. So. Wenn das mit dem Flugzeug nachher nicht funktioniert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer wen am Haken hat. Ich würde sagen, 1-0 fürs Flugzeug. Ja, ja. Aber was weiß ich schon, ich stehe ja nur direkt hinter dir und sehe das. So. Wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Ich glaube, du bist da links rumgefahren oder da oben hoch, oder? Genau, ich bin links rumgefahren. Unten an der Küste lang. Mhm. Und an der Stelle, wo dieses große, kreisrunde Straßenstück am weitesten unten ist, zum Ufer. Und da bin ich rechts rumgefahren. Ach, guck mal, man kann die Zäune nicht mit den Fluten kaputt machen. Gerne ein bisschen nach unten gewunden, aber höher geht nicht schon. Nein. Schwierig, dass dein Bild immer etwas. Ich hänge noch auf diesem blöden Stein, oder? Jedes Mal, wenn ein LKW umkippt, muss ein Kleidungsstück abgelegt werden. Trahita hätte ich jetzt schon sehr lang nichts mehr an. Naja, die Streamer, nicht die Zuschauerinnen. Dann wären wir inzwischen entweder sehr viele oder gar keine Zuschauer mehr. Ich würde auf C tippen. Okay. Ich glaube, dann wären wir alle schon instant weggebannt von Twitch. Richtig. Wegen übermäßiger optischer Erfreuung des Zuschauenden. Genau, also das wäre tatsächlich, also wir würden dann definitiv, also wir würden dann so viele Zuschauer haben, dass wir quasi unsere eigene Streaming-Plattform aufmachen könnten. Die Gronks und Montes dieser Welt würden Angst kriegen. Der Wendler würde sein OnlyFans-Account wieder schließen und sagen, nee, wenn die beiden jetzt kommen, gehe ich. Richtig. Das ist... Nee, also wir würden eine ganze Industrie zerschlagen, Rahid, das geht nicht.
und mir ist tatsächlich warm geworden. Also von daher. Rahit, die Sache ist ganz einfach. Solange du, das klingt nicht falsch verstehen, einen Malerpinsel in der Hand hast und dich dabei mit Farbe beschmierst, darfst du es als Kunst bezeichnen und darfst quasi fast nackt im Stream sein. Ja. Oder du bist eine russische Tänzerin. Das nennt sich dann This Wall Must Be Painted. Sartischen. Das klingt schon wie russische Tänzerin. Also von daher. Ja, genau. Ich nehme Farbe und er tanzt. Also dann geht das. Richtig, richtig. Und bei Bier. So. Und bei Bier. Heißt das jetzt, dass der Mr. Black ein Farbstream macht? Oder. Also ein Bodypainting-Stream? Bodypainting. Schwarzer Farbe? Ich wollte gerade sagen, Bodypainting würde ich jetzt in seinem Kontext eher sehen als Farbstream. Man muss vorher nur 100 Paar Socken und eine Hose anziehen. Ja, jedes Mal, wenn LKW umfällt, verliere ich einen Socken. Aber Drahit und Golis, wenn ihr der Meinung seid, das reicht. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Vor allen Dingen, ich müsste erstmal ein paar hundert paar Socken kaufen. Ich meine, ich habe zwar ein paar Socken, aber nicht 100. Nicht genügend für dieses Team. Ich habe hier tatsächlich 24 Socken rumhängen. I see a blackie and I want to paint it black. Das ist noch heute das schönere Poetische, was ich heute so gelesen habe. Hashtag Insider. Schiebung, Schiebung, Schiebung mehr! I shoop a airplane on the street. Juhu! Duda, Duda Day. Ja, jetzt bist du quasi auf dem on the right way to the Ende. Ja. Siehst du, das geht doch ja ganz gut. Übergroße LKW-Hänger, so ein Schwachsinn. Wieso pfui? Wieso, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Nur gesagt, dass manche Poesie mal halt wirklich für ein Po ist. Also, sonst nichts. Ich wollte da niemanden stacheln. Jetzt mach ich langsam, bevor du umkippst. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Moment, noch ewig. Boah, wie er eiskalt seine Stützen ausfährt und sagt, mich nicht, kleines Flugzeug. Bin ich ja mal gespannt. Lehnen wir uns zurück und genießen den Anblick. Chat, wir haben die beste Position, definitiv hier zu gucken. Eigentlich möchte ich gerne ein paar Clips von dieser Aktion haben. Sehr viele Clips, aber das hätte ich, glaube ich, vorher sagen müssen. Ich glaube, du nimmst einfach deinen VOD und schreibst extra langer Clip heute. Ja. Das waren knapp 33 GB, das VOD von Sonntag zu Montag. Okay, jetzt muss ich den Kran in die andere Richtung packen. Mr. Black sagt, du sollst in Discord schauen. Also wahrscheinlich spammen die den Discord schon voll mit VODs. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Nee, schlimmer. Okay, das war an mich gemeint. Oh Gott. Blackie, jetzt bin ich ein bisschen wuschig. Aber solange du dabei im Hintergrund dann Joe Cocker auch spielst mit dem, musst dein Hütchen auflassen, dann ist alles gut. Dann hat das Ganze ja nur schon wieder Style. Ich hätte gerne bitte, dass ihr alle eure Hütchen aufbehaltet. Danke. You can leave your head on. Und danke dir, Drahit. Ab und an muss aber auch mal, nämlich auch mal was geklippt werden, was gut klappt. Ja, aber sollte er da nicht lieber zu jemandem anderen gehen?
Auch ich habe so einen Moment. Einen. Mehr verlange ich nicht. Das Problem bei diesem, bei dieser Art und Weise zu fahren ist natürlich, ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Ach, jetzt weiß ich, warum ich nicht mehr vorankomme. Wie erkläre ich dir das jetzt? Du hältst da hinten fest? Nee, das dachte ich. Ich habe da nur so ein bisschen Energy-Mangel. Ah. Oh. So, warte mal, ich nehme mal den... Warte. Hier, jetzt. Schauen wir mal, klappt das im Moment so? Frachtverwaltung. Wir haben Teil des Flugzeugrumpfs. Kann ich nicht entladen, hätte das erwartet. Wenn wir die Aufgabe zurücksetzen, ist alles wieder weg, ne? Ja, ich weiß. Das machen wir nicht. Ach, eigentlich kann ich das wieder. Zack. Frachtverwaltung. Teil des. Nee, wir müssen da wahrscheinlich irgendeinen passenden Hänger für finden. Gut, dann versuche ich mal mit dem Hänger hierher zu kommen. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich Döler im Kopf. Jetzt, ich lasse den Quatsch einfach liegen. Ich setze mal den Koloss, der da im Weg steht, zurück. Du solltest jetzt unbedingt auch mal in deinen Discord schauen. Okay. Vielleicht nicht ganz im Stream angezeigt, aber du solltest reingucken. Wenn du jetzt ein bisschen wuschig wirst, kann ich aber auch nichts dafür. Also bei mir ist jetzt gerade nichts drin, aber bei dir? Nee, Privatnachricht von einem gewissen Mr. Black. Ah, das da, ja. Yeah. Wieso, Goles, was sollst du denn erst sagen? Was möchtest du uns denn sagen, Goles? Ach, du hast es auch gesehen. Ja, du hast es dir ja live angeguckt. Du bist ja da nur. Du bist ja nur eine ganz andere Kategorie. Und jetzt geht's weiter mit der Maschine. Ich komme mal mit dem kleinen Hänger vorbei. Ja, ich glaube, den Weg, den du vom Hängerdings da zum Flughafen machen musst, ist wesentlich einfacher, als wenn du jetzt nochmal die Teile abholen musst. Rahid, ich versuche gerade mit diesem Achterhänger auszuparken. Das Problem ist, ist da vorne vielleicht irgendwo ein Anhängerverleih oder sowas in der Nähe vom Airport? Nein. Schade. Hier steht auch nur ein Tankauflieger rum und. Wobei. Das Ding. Ich weiß nicht. Heißt das Ding breiter Tiefladeranhänger, das du da hast? Oder ist das ein anderer? Oh. Super Heavy Anhänger hast du. Genau, stimmt. Der breite Tiefladeranhänger, den hatten wir, glaube ich, auch hier hinten rum stehen. Der ist zu klein. Bilder im Kopf. Ja. Satt, wenn auf deinen Bildern vielleicht ein mathematisches Zeichen und eine Ziffer drauf ist, dann kann ich es auch verstehen. Was hast du gesagt? Ich traue mich das nicht. Was? Weiß nicht. Was? Ich bin ja noch nicht so unbeschädigt wie ihr. Da reicht eine Stunde mit den richtigen Leuten. Das habe ich schon befürchtet, dass du das sagst. Das ist wie unter über dem Otter stehen und ihn fett nennen, also. Das war vor dem Otter stehen, das war vor. Das hat schon ausgereicht. Halt, erst nachtanken, dann Dinge auf Ärmel.